Wir haben etwas zu essen gekauft, ein paar Brötchen und ein bisschen Käse. Und ich denke mal, das war so ein paar Kilometer, nicht zu weit, nachher mal eine Rast machen und war erstmal frühstücken. Ja, zum Campingplatz. Nee, will ich gar nichts mehr sagen. Muss man nicht haben, nein. Also wirklich, also kein Klopapier, zu teuer. Die S-Bahn fährt da alle halbe Stunde, Stunde durch. Nein, also wie gesagt, ich höre auf. Alles ist gut. Muss man ja auch mal haben. So, wir müssten eigentlich gleich auf der Claudia Augusta sein. Und sind jetzt in, denke ich mal, knapp 10 Kilometern in Trento. Ne, war richtig, Trento waren 10 Kilometer, ne? So. Und ja, unsere heutige Tour sollte, ich glaube, 88 Kilometer sein. Wobei davon vieles bergab geht, allerdings auch einiges noch bergauf. Ja. Geschlafen haben wir beide nicht ganz so gut. Wir haben 9 Uhr, bis wir dann jetzt wirklich da wegkamen. Was mich immer so ein bisschen stört, ist, das kenne ich so nicht so extrem, ist, dass man den Campingplatz erst morgens bezahlt. Also ich würde ihn ja lieber gerne abends bezahlen und dann kann ich gehen, wann ich möchte. Das ist hier aber nicht. Irgendwie ist das hier alles, also ich muss dann halt immer... kann erst morgens bezahlen. Und dann, ja, ich bin aber erst um 8 Uhr da. Finde ich schade. Aber gut, ist so. Gibt Schlimmeres. Gut, dann erstmal auf nach Trento, beziehungsweise auf zum Essen, zum Frühstück. Erstmal was zu essen. Käse, Brötchen. Beachte bitte die Tauben an Gerrits Füßen. Ja, wir sind in Peregrine und ich weiß jetzt aber gar nicht, ob wir schon auf Via Claudia sind. Das weiß ich nicht. Was ich aber noch erzählen wollte, warum wir am Freitag so wenig gefilmt haben und warum das alles so hektisch war, das machen wir jetzt gerade nochmal. Und zwar hatten wir eine, im Dezember oder November hatte ich schon eine Überfahrt von Pula nach Venedig gebucht, mit Venezia Lights. So, und wir sind ja Freitag gefahren am 2.8. und am Mittwoch vorher wurde die Fahrt gecancelt. Das heißt also, man konnte halt nicht mehr von Pula, sondern musste dann von Porridge aus fahren. Das Problem, ich meine, ist ja so kein Problem, das Problem sind aber die Fahrräder, besonders mein Fahrrad. Ich war dann unten auch in Pula im Büro von Venezia Lines, sie haben gesagt, es ist alles kein Problem, das kriegen sie alles hin. Ja, wir kamen dann am Freitag um 6 Uhr, mussten wir dann da sein und es war dann allerdings doch nicht so einfach. Also es war, ist klar, es war ein Bus da und dann hatte der aber nur einen kleineren Anhänger.
da ging mein Fahrrad schon gar nicht rein. Dann waren es viel mehr Fahrräder, als der Anhänger sowieso fassen konnte. Also wir haben unser mein Fahrrad ist dann halt gefaltet und keine Ahnung, haben wir es dann aber in den Bus reingekriegt. So, dann sind wir nach Porch gefahren. Die Überfahrt mit dem Katamaran war sehr nett gewesen. Das war auch völlig in Ordnung. Und und dann haben wir aus Venedig eigentlich eine Stunde gebraucht. Und nach Venedig war halt das, also wirklich, das war eine Katastrophe, aus Mestre rauszukommen. Also wir haben fast, also insgesamt, bis wir aus Mestre rauskamen, also für 12 Kilometer, 4,5 Stunden gebraucht. Und das war natürlich echt heftig. Und wir hatten also überhaupt gar keine Ahnung, also es waren 12 Kilometer für 4,5 Stunden, sind dann irgendwann auf so eine Schnellstraße mit 3 Spuren hin, 3 Spuren zurück, haben wir gesagt, wir gehen da jetzt einfach drauf mit den Fahrrädern und nehmen die nächste Abfahrt durch die City durch, und das hat dann auch einigermaßen geklappt. Ja, zu guter Letzt hat das allerdings dann auch noch, gab es noch ein Unwetter, wir waren wirklich klatschnass bis auf die Unterhosen, bis wir dann Anfang Treviso hinkamen. Und dann haben wir auch das Makalele gefunden, wo der Frank vom Kanal Frank fährt Fahrrad erzählt hat. Aber da war einfach viel zu viel los. Da waren 8, 9 Bedienstete. Also ich weiß gar nicht, also die Person, die der Frank da gesagt hat, die habe ich gar nicht gefunden. Wir haben nur ein Cappuccino im Regen getrunken, weil es war dann sowieso egal. Wir waren klatschnass und hatten nur gefragt, ob es ein Hotel gibt. Und sie sagte, ja. Gibt es so in 1,3, 1,5 Kilometer Entfernung. Da habe ich angerufen. Es war super, wirklich ein sehr netter Wirt, also Hotelier, Wirt ist es ja schon nicht mehr. Und das war völlig in Ordnung gewesen. Also da haben wir 70 Euro bezahlt mit Frühstück und allem drum und dran. Und der Chef, der kam auch noch, der war wohl mal in Köln gewesen, hat in Köln-Nil gearbeitet. Also konnte zwar kein Wort Deutsch mehr, aber das wusste er noch. Nein, und so hat er uns eigentlich den Abend gerettet. Also das war alles in Ordnung. Ne? Ja, und den Rest der Tage wisst ihr ja Bescheid, wie die verlaufen sind. Gut. Ja, tut mir leid, dass ich da jetzt mit erst rausrücke. Das habe ich aber gestern ganz vergessen. Und vorgestern übrigens auch. Ja gut, also wir haben Montag, sind gut dabei, denke ich mal. Weil wir haben schon 7 Kilometer oder sowas. Also wahnsinnig gut. Nein, gucken jetzt mal, dass wir nach Trento kommen. Danach geht wohl ziemlich bergab. Und 88 Kilometer ist die Strecke heute. Unsere längste bisher. Und schauen mal, dass wir das gebügelt kriegen. Alles klar, viel Spaß mit uns. Viel Spaß euch mit uns. Tschüss. Also klar, dürfen auch die Schotterwege nicht fehlen. Aber wir sind definitiv auf der Via Claudia. Und das ist doch schön. Da freue ich mich. Der Matthias würde jetzt sagen, auf der Via Claudia mit seiner Claudia. Ich sage, auf der Via Claudia mit dem Gerrit. Super. Auf dem Weg noch viele Grüße, Matthias. Danke, dass du mir noch geschrieben hast. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Sommertour. Ich weiß gar nicht, wo es hingegangen ist. Werde ich mir aber zu Hause angucken. Und natürlich den Frank von Frank fährt Fahrrad grüße ich auch hiermit ganz herzlich. Alles klar. Und weiter geht's. Wow. Ja, das sieht doch mal geil aus, oder?
So, immer wieder gibt es hier so kleine gemeine Steigungen. Wow, es geht halt immer hoch und runter. Das haut schon gut rein. Aber macht auch Spaß. Geschafft. Ganz schön anstrengendes Stückchen. Ja, hier ist das Schild von der Claudia Augusta. Das Einzige, was ich glaube, also es ist in meiner Fahrtrichtung, glaube ich, sind die gar nicht so ausgeschildert, also jetzt so, wo ich jetzt hier lang muss. Also ich finde jetzt, wenn ich jetzt hier hochfahre, ich zeige euch das mal. So, ja, Entschuldigung, der Akku ist gerade abgekackt. Die Schilder scheinen nur in Richtung Venedig ausgeschildert zu sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Also ich bin jetzt hier an der Kreuzung und ich müsste da langfahren. Und hier steht kein Schild Via Claudia, also wo ich langfahren müsste. Also ohne Navi wäre das ein bisschen schwierig. Natürlich in die Richtung, klar. Habe ich euch eben gezeigt, ist das Schild. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Hier geht es im Moment gerade nur aufwärts, runter, hoch, hoch, runter. Und es sollen eigentlich nur 300 Höhenmeter sein, ey. Aber irgendwie sind die alle, die 300 Höhenmeter, innerhalb von einem Kilometer vergraben. Meine Fresse. Also das ist echt anstrengend. Aber auf der anderen Seite auch natürlich sieht es super aus hier. Also kann man natürlich mal wieder nicht motzen. Und wir haben ja Zeit. Meine Herren. Puh. Wir müssen eigentlich den vorletzten Aufstieg geschafft haben. Und jetzt sollte es erstmal wieder runtergehen. Und dann kommt nochmal so eine Granate. Boah, yes, das werden wir sehen. Aber jetzt sind wir erstmal oben. Meine Herren, ey. Ich meine, andersrum, die Leute wie der Dirk, der Rainer und so weiter. Ich meine, die sind die Via Claudia auch schon Richtung Venedig gefahren. Also ich meine, das ist ja auch nicht viel besser, wenn ihr hier seid. Wow. Aber lasst euch gesagt sein, mit dem Trike ist das noch mal etwas anderes. Jesus. Schön ist es aber hier.
Also könnt ihr vergessen. Wir sind immer noch nicht oben. Gut. Mann. Ist aber heute mal ein fetter Eisbecher fällig, wa? Denn Eis geht immer. Ja gut, das Stück ist jetzt nicht mehr so steil wie eben. Yes! So, jetzt haben wir den zweiten Anstieg geschafft und da geht's runter. Aber erstmal was trinken. Und es geht wieder bergauf. schon Hammer. Aber mit 3,5 Stunden Kilometer machbar, aber anstrengend. Wow. Schickt er dich wirklich hier runter? Ja. Wow. Ein Foto? Ja, mach mal ruhig eins. Ein kurzer Blick von oben auf Trento. Gleich geht's weiter. Richtig schön. Cool. Einmal zum McDonald's. Naja, kann man einmal machen. Muss man nicht öfters haben, aber einmal geht. Ein dickes, was habe ich denn gegessen? Big Mac Mini. Sehr, sehr lecker. Nee, erst eigentlich nicht. Okay, wir fahren weiter. We'll be right back.
Wir fahren gerade stadtauswärts auf der Via Claudia von Trento. Und ich glaube, wir beide sind froh, dass wir aus Trento raus sind. Also ich weiß nicht ganz genau, aber ich meine, ich hätte die Via Claudia schon gut getroffen. Aber das waren ja Hammeranstiege. Also das habe ich nicht gedacht. Also das war richtig anstrengend. Auf der anderen Seite, aber das gehört natürlich auch dazu. Und wenn man hier in den Bergen rumkutschiert, ist das so. Hallo? Hallo? Na? Ja. Hier am Fluss direkt ist es sehr schön. Man hat halt, der einzige Nachteil ist, dass man hier die Autostrada, die Brennerautobahn, direkt auf der rechten Seite hat. Mich stört es jetzt nicht so sehr, aber es gibt halt einige, die das stört. Ne? Hallo? Also ich finde es jetzt schlimmer, wenn ich da irgendwo an der Straße rumkutschieren müsste. Das muss ich nicht. Gut, vom Hören oder vom Störfaktor der Lautstärke, klar. Aber es ist alles in Maßen. Gut, dann gucken wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht, was als nächste Stadt anliegt. Da werden wir gleich mal schauen. Und was es an der Via Claudia gibt, das haben wir eben schon gesehen. Jede Menge Tische, Stühle, Bänke, auch im Schatten. Das finde ich ganz gut. Gerade hier am Wegesrand haben wir zwei wunderbare Mirabellenbäume, einmal mit gelben, einmal mit roten, gefunden. Schmecken sehr gut. Gehören hoffentlich auch keinen. Sonst kriege ich ja wieder Ärger. Aber hier könnt ihr mal gucken. Sind gut. Genug gegessen? Ja. Ich muss lieber trinken rum. Ja, ist eine gute Idee, ne? Thank you.
wir haben mal wieder so eine Biker-Raststätte oder Biker-Grill oder wie man das auch immer nennt, gerade noch gefunden. Ja, haben wir gerade noch einen Cola bzw. Cappuccino getrunken und sind jetzt so die letzten 26 Kilometer, glaube ich, 25 Kilometer, und dann müssen wir es geschafft haben. Ja, im Moment läuft es ganz gut. Wir fahren so um die 25, 26, aber der Radweg gibt das halt auch her. Wir haben Rückenwind, das ist auch mal ganz schön. Also alles, was wir in und um Trento verduselt bzw. aufgestiegen sind, können wir hier ein bisschen gut machen. Ja, ich meine, ist ja auch mal so schön, wenn man halt nicht direkt um 19 oder 20 Uhr halt erst am Campingplatz ist, weil hier in den Bergen wird es halt schon relativ schnell dunkel. Ja, supi. Gut, dann werden wir mal sehen, dass wir noch ein paar Kilometer machen. Gerrit ist gut dabei. Ja, war auf jeden Fall bisher auch wieder eine super schöne Tour. Also hat bis jetzt Spaß gemacht. Ja, im Moment läuft es fantastisch. Wir sind auf einem richtig guten Belag unterwegs. Es gibt hier einmal diesen helleren, aber der Hammer ist ja dieser dunkle Belag. Also der erinnert mich so ein bisschen an den Alpe-Adria-Radweg in Italien. Also der läuft ja mal richtig gut. Das ist richtig klasse. Aber super, wirklich. Wir sind jetzt hier so mit 25, 27 Stundenkilometer unterwegs. Es geht so leicht bergauf, aber wirklich leicht, ne? Und ja, ich bin mal gespannt. Dann schauen wir mal. Wir haben jetzt gleich 5:30 und haben ungefähr noch 17 Kilometer. Circa. Nee, noch nicht mal mehr. Wie viel haben wir noch, Gerrit? Doch 17. 16 Kilometer. Ja. Hallo, das läuft doch. So. So, wir sind in Leifers
Und in Leifers ist auch unser Campingplatz. Das ist der Campingplatz Steiner. Hallo. Und ja, bin ich mal gespannt. Ich habe eben angerufen, weil uns so ein netter Herr gesagt hat, besser anrufen. Die sind oftmals auch ausgebucht. Und dann hätten wir halt 10 Kilometer vorher noch einen Campingplatz nehmen können. Ja, aber ich habe angerufen, die haben noch Platz. Also alles ist okay. Bin ich mal gespannt. Wir sind aber jetzt auch gleich froh, wenn wir da sind, glaube ich. Also, so langsam ist dann auch gut. Ich hoffe, ihr könnt uns noch hören. Ich hoffe, ihr könnt es noch sehen. Ja, wir haben heute 82 Kilometer, ne? 82 Kilometer ja. Geschafft und war am Anfang ziemlich heftig. Also da hatten wir mehrere Steigungen mit 20% oder auch mehr. Also das war schon so kurz vor MT. Und allerdings waren dann die letzten 60 Kilometer, 40. Ist das so richtig? 40 Kilometer. Die sind wir dann im Eiltempo. Das war wunderschön am Fluss lang und da konnten wir teilweise wirklich 25, 27 km/h wirklich Gas geben. Hatten auch noch was Rückenwind. War super. Wir gehen jetzt noch was essen. Ich weiß nicht, ob wir da noch was reden werden. Ansonsten würde ich heute sagen, auf jeden Fall schon mal gute Nacht. Und wir sehen uns morgen wieder. Alles klar. Haben wir gut gemacht. Ciao. Lecker.